Der Herr ist wirklich auferstanden. Weil Jesus lebt, weil er bei uns bleibt, darum haben wir uns hier versammelt. So beginnen wir unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zu unserem Gottesdienst am heutigen Ostermontag. Nach guter alter Tradition haben die ganzen großen Feste der Kirche immer einen zweiten Feiertag. Da kann man noch einmal ein bisschen nachklingen lassen, nachfeiern, noch einmal nachdenken, was es mit diesem Fest auf sich hat. Wie schwer fällt es euch, alles zu glauben? Diese Frage, die Jesus im heutigen Evangelium den Emmaus-Jüngern stellt, zeigt, dass es selbst seinen engsten Vertrauten alles andere als leicht gefallen ist, der Osterbotschaft zu glauben. Das Leben besiegt den Tod. Ist das denn nicht unglaublich? Die Jünger brauchen lange, sehr lange, um wirklich zu verstehen, was passiert ist. Sie können es nur, weil Jesus selbst in ihrer Mitte ist und ihnen damals, wie uns heute, die Schrift auslegt und das Brot bricht. Begrüßen wir den auferstandenen Herrn in unserer Mitte und rufen wir um sein Erbarmen. Herr Jesus Christus, du hast uns zugesagt, ich bin bei euch alle Tage. Wir aber fühlen uns oft von Gott und der Welt verlassen. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Du bist mit uns auf dem Weg, du schenkst uns Freude und Zukunft. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Du bist unter uns gegenwärtig, damit wir nicht mutlos werden. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Der Herr, der aus dem Grab erstanden ist, befreie uns von Zweifel und Hoffnungslosigkeit und erlasse uns in dankbarer Freude diese Feier begehen. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Lasset uns beten. Guter Gott, immer wieder führst du Menschen durch die Taufe in die Gemeinschaft der Kirche. Schenke uns deinen guten Geist, damit der Glaube in uns immer mehr lebendig wird und wir das, was wir im Glauben empfangen haben, immer wieder anderen weiterschenken und auch selber leben. Darum bitten wir durch Christus, der mit dir lebt und uns liebt, heute und in Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. Am Pfingsttag trat Petrus auf, zusammen mit den Elf. Er erhob seine Stimme und begann zu reden. Ihr Juden und alle Bewohner von Jerusalem, dies sollt ihr wissen, achtet auf meine Worte. Jesus, den Nazoräer, einen Mann, den Gott vor euch beglaubigt hat, durch Machttaten, Wunder und Zeichen, die er durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst, ihn, der nach Gottes beschlossenem Willen und Vorauswissen hingegeben wurde, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Gott aber hat ihn von den Wehen des Todes befreit und auferweckt. Denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. David nämlich sagt über ihn: Ich hatte den Herrn beständig vor Augen, denn er steht mir zur Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und frohlockte meine Zunge, und auch mein Leib wird in Hoffnung wohnen. Denn du gibst meine Seele nicht der Unterwelt preis, noch lässt du deinen Frommen die Verwesung schauen. Du hast mir die Wege zum Leben gezeigt, du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Brüder und Schwestern, ich darf freimütig zu euch über den Patriarchen David reden. Er starb und wurde begraben. Und sein Grabmal ist bei uns erhalten bis auf den heutigen Tag. Da er ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm einen Eid geschworen hatte, einer von seinen Nachkommen werde auf seinem Thron sitzen, sagte er vorausschauend über die Auferstehung des Christus. Er gab ihn nicht der Unterwelt preis, und sein Leib schaute die Verwesung nicht. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Zur Rechten Gottes erhöht, hat er vom Vater den verheißenen Heiligen Geist empfangen und ihn ausgegossen, wie ihr seht und hört. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Ist von dem Tod erstanden.
Lesung aus dem ersten Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth. Ich erinnere euch, Schwestern und Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe. Ihr habt es angenommen. Es ist der Grund, auf dem ihr steht. Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet werden, wenn ihr festhaltet an dem Wort, das ich euch verkündet habe. Es sei denn, ihr hättet den Glauben unüberlegt angenommen. Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien dem Kephas, dann den 12. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich. Die meisten von ihnen sind noch am Leben. Einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Zuletzt erschien er auch mir, gleichsam der Missgeburt. Ob nun ich verkünde oder die anderen, das ist unsere Botschaft und das ist der Glaube, den ihr angenommen habt. Wort des lebendigen Gottes. Christus ist erstanden, Halleluja. Er hat den Tod bezwungen, Halleluja. Christus ist erstanden, Halleluja. Er hat den Tod bezwungen, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. Am ersten Tag der Woche waren zwei von den Jüngern Jesu auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Und es geschah, während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie: Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen, und der eine von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete ihm: Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie: Was denn? Sie antworteten ihm: Das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Tat und Wort, vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere hohen Priester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt,
Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten, ihn selbst aber sahen sie nicht. Da sagte er zu ihnen, ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben, musste nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es wird Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah. Als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn und er entschwand ihren Blicken. Und sie sagten zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete? Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die 11 und die mit ihnen versammelt waren. Diese sagten, der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Glauben, warum erkennen die zwei Emmaus-Jünger den Auferstandenen nicht gleich? Immerhin haben sie doch eine längere Zeit mit ihm zusammengelebt. Sie haben schon ganz ordentliche Wegstrecken mit ihm zurückgelegt und hatten damit Gelegenheit, ihn wirklich gut kennenzulernen. Und jetzt haben sie denn alles so schnell einfach vergessen? Kennen wir das alle nicht aus selbst? Wir erleben etwas, das uns so traurig oder außer uns sein lässt, dass wir gar nichts anderes mehr sehen können, als nur noch das, was uns derart aus der Fassung gebracht hat. Wir sind dann blind. Blind vor Wut oder vor Angst, vor Betroffenheit oder Schmerz. Und nicht selten passiert es, dass wir uns dann mit einem Gesprächspartner, dem es genauso ergangen ist, immer noch weiter in diese Blindheit hineinreden, anstatt gemeinsam einen Weg aus dieser Misere herauszusuchen.
die einzige Möglichkeit, aus dieser misslichen Lage herauszukommen, besteht dann nur noch darin, dass ein Dritter von außen dazukommt, der uns die Augen öffnet, der uns hilft, unsere Blindheit zu überwinden und einen neuen Weg für uns zu entdecken. In der Emmaus-Geschichte geht es den zwei Jüngern genauso. Sie sind nach der Kreuzigung Jesu traurig und voller Angst und Zweifel. Dass sie Jesus nicht gleich erkennen, liegt daran, dass ihre Augen gehalten, also wie blind sind, vor Enttäuschung, vor der Fixierung auf eigene Vorstellungen. Jesus gesellt sich zu ihnen, spricht mit ihnen und ermuntert sie, sich ihre Trauer und ihre Not von der Seele zu reden. Er selbst hört ihnen aufmerksam zu. Sie erzählen von den großen Worten und Taten Jesu, auf den sie ihre ganze Hoffnung gesetzt hatten. Doch dann wurden mit seinem Tod am Kreuz auch ihre Erwartungen und Sehnsüchte zunichte gemacht. Selbst vom leeren Grab haben sie schon gehört, aber dieses Wissen ist keine eigene Erfahrung geworden. Es hat ihr Herz nicht erreicht und konnte ihre Blindheit nicht aufbrechen. Erst in der persönlichen Begegnung mit dem Auferstandenen, der ihnen die Ereignis mit dem Verweis auf die Schrift darlegt, brennt schließlich ihr Herz. Erst als sie ihn beim Brotbrechen erleben, gehen ihnen die Augen auf, können sie wirklich glauben. Und diese Erfahrung, diese persönliche Begegnung erst ermöglicht ihnen einen neuen Blick auf ihr Leben und bringt sie schließlich in Bewegung, auf einen neuen Weg und gibt ihrem Leben eine neue Richtung. Sie kehren nach Jerusalem zurück, um den 11 und den übrigen Jüngern über das erlebte Bericht zu erstatten. Liebe Brüder und Schwestern, auch wir müssen dem Auferstandenen selbst begegnen. Er selbst muss unser Herz berühren und für den Glauben öffnen, damit auch wir, wie die von neuem Mut, Freude und neuem Feuereifer erfüllten Jünger, zu Zeugen für die lebendige Gegenwart des Auferstandenen in unserer Welt werden und anderen die Begegnung mit ihm ermöglichen können. Suchen wir also immer wieder die Weggemeinschaft untereinander als Jünger und Jüngerinnen Jesu in der Welt von heute und halten wir Ausschau nach dem Auferstandenen in unserem Leben. Denn die Geschichte der Emmaus-Jünger zeigt uns, der Herr ist wirklich auferstanden. Er ist mit uns auf dem Weg und möchte auch uns persönlich begegnen. Amen.
Wir glauben, dass Jesus mit uns auf dem Weg ist. Deshalb bitten wir für alle Menschen, die sich danach sehnen, dass einer sie begleitet und mit ihnen feiert. Für alle, die mit ihrem Leben schwer fertig werden, dass sie immer wieder von Neuem deine Liebe und Nähe spüren. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Getauften, dass sie Christus freudig nachfolgen. Wir bitten dich, erhöre uns. Gib denen Glauben, die nicht mehr weiter wissen, die fürchten, alles sei umsonst gewesen, damit sich doch noch etwas ändert. Wir bitten dich, erhöre uns. Stärke in den Christen den Glauben an die Auferstehung und mache sie zum Hoffnungszeichen für viele Menschen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Menschen, die durch eine Krisensituation am Boden zerstört sind, sende du ihnen Begleiter, die geduldig und einfühlsam auf- und weiterhelfen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Menschen, um die sich niemand kümmert, nach deren Nähe sich niemand sehnt, schicke du ihnen Menschen, die Aufmerksamkeit, Nähe und Liebe schenken. Wir bitten dich, erhöre uns. Jesus, du lädst alle ein zu dem großen Fest an deinen Tisch. Wir vertrauen darauf, dass du uns das Brot brichst und an uns austeilst. Deshalb danken wir dir heute an diesem österlichen Tag, aber auch morgen und alle Tage unseres Lebens. Amen. Guter Gott, bleibe bei uns, denn es will Abend werden, baten die Jünger von Emmaus. Dann erst erkannten sie, dass Jesus mit ihnen das Brot teilte. Lass auch uns Jesus heute wieder erkennen, wenn wir in dieser Feier Brot und Wein teilen und so eine Gemeinschaft des Lebens werden. Dann wird Jesu Leben, sein Tod und seine Auferstehung für immer mehr Menschen zu einer frohen und ermutigenden Botschaft bringen. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebe die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott.
Wir danken dir, Gott, unser Vater, und preisen dich, denn du hast uns ins Leben gerufen. Du lässt uns niemals allein auf unserem Weg und bist immer für uns da. Einst hast du Israel, dein Volk, mit starker Hand durch die weglose Wüste geleitet. Heute führst du deine pilgernde Kirche in der Kraft des Heiligen Geistes. Du bahnst ihr den Weg durch diese Zeit in die ewige Freude deines Reiches durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum singen wir mit allen Engeln und Heiligen das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du liebst die Menschen und bist ihnen nahe. Gepriesen sei dein Sohn, der immer mit uns auf dem Weg ist und uns um sich versammelt zum Mahl der Liebe. Wie den Jüngern von Emmaus deutet er uns die Schrift und bricht das Brot für uns. So bitten wir dich, gütiger Vater, sende deinen Heiligen Geist über diese Gaben von Brot und Wein. Er heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus. Am Abend vor seinem Leiden nahm er beim Mahl das Brot, sagte dir Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinem Tod verbinden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes, der uns erlöst hat. Durch sein Leiden und seinen Tod am Kreuz hast du ihn zur Herrlichkeit der Auferstehung geführt und ihn erhöht zu deiner Rechten. Wir verkünden dieses Werk deiner Liebe, bis er wiederkommt, und bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Segens dar. Wir feiern das Opfer Christi, das er uns anvertraut hat. Er hat sich für uns hingegeben und schenkt uns Anteil an seinem Leib und Blut. Wir bitten dich, schau gütig auf die Gabe deiner Kirche und gib, dass wir im Geist deiner Liebe für immer verbunden bleiben mit ihm und untereinander.
Barmherziger Gott, durch die Teilnahme an diesem Mahl stärke uns in der Einheit. Lasse uns in Gemeinschaft mit unserem Papst Franziskus und unserem Bischof Benno, mit allen Bischöfen, Priestern und Diakonen und mit deinem ganzen Volk in Vertrauen und Hoffnung deine Wege gehen und für alle eine Quelle der Freude und Zuversicht sein. Vater, erbarme dich unserer Brüder und Schwestern, die im Frieden Christi heimgegangen sind und aller Verstorbenen, deren Glauben du allein kennst. Lass sie dein Angesicht schauen und schenke ihnen das Leben in Fülle. Wenn unser eigener Weg einmal zu Ende geht, dann nimm auch uns für immer bei dir auf und lass uns zusammen mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, mit den Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen dich loben und preisen durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Die beiden Emmaus-Jünger drängen Jesus, bei ihnen zu bleiben. Sie wünschen sich bleibende Gemeinschaft mit ihm. Auch wir erfahren diese Gemeinschaft, wenn wir jetzt beten, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Victime Paschali laudes, immolent Christiani, agnus redimit ovis, Christus innocens patri, reconciliavit peccatores. Mors et vita tu flexere mirando, dux vitae mortuus regnat vivus. Dic nobis Maria, quid vidisti in via, sepulchrum Christi viventis, et gloriam vidi surrexit Christus bis mea, precedet suas in Galilea. Scimus Christum surrexis sar, amor tuis vere, tu nobis victores.
Wir haben heute miteinander die Geschichte der Emmaus-Jünger gehört und bedacht, als er das Brot mit ihnen brach, erkannten die Jünger den Herrn. In diesem Zeichen des Brotes ist Jesus nun auch unter uns gegenwärtig. Wie die Emmaus-Jünger dürfen auch wir ihn bitten, dass er bei uns bleibt. Und so beten wir: Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Jesus brach das Brot und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Halleluja, Jesus lebt.
bevor wir das Schlussgebet sprechen. Ist jetzt ein bisschen Zeit, in Stille persönlich diesen Gottesdienst vor Gott abzuschließen. Barmherziger Gott, die österlichen Geheimnisse zeigen uns den Weg zum Leben. Lass uns diesen Weg immer in dem Bewusstsein gehen, dass Jesus, unser zum Leben auferstandenen Herr, uns begleitet. Er führt uns zu dir und ist in allen Lebenslagen unsere Hoffnung. Er, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und uns liebt in Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. So geht nun hin und bereitet Freude. Halleluja, Halleluja. Dank sei Gott dem Herrn. Halleluja, Halleluja. Halleluja.